Hallo zusammen, heute machen wir diesen unglaublich gut aussehenden Big King Cheeseburger Auflauf. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Beginnen wir zunächst mit der Burgersoße. Hierfür benötigen wir Senf, Essig, Salz und Pfeffer, in dem Fall nehme ich Jack and Smoke. Das Ganze verrühren wir und dann geben wir 1 bis 1,5 Esslöffel Olivenöl hinzu. Am liebsten so weiter rühren, dann entsteht eine Emulsion, also bedeutet, dass das Öl sich mit den anderen Teilen einigermaßen vermengt und schön glatt gerührt werden kann. So, das sieht schon ganz gut aus. Das sind so die ersten Arbeiten. Diese Soße ist bei weitem nicht besonders kompliziert, aber wirklich sehr, sehr lecker. Jetzt gibt es Mayo hinzu. Dann Ketchup, Paprika rosenscharf, Gurkenrelish und das war's auch schon. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Könnt diese Soße unbedingt mal nachmachen, das ist eine freie Interpretation der Big King Soße von Burger King. Die grundsätzliche Idee von so einem Cheeseburger-Auflauf oder einem Burger-Auflauf an sich ist sicherlich nicht neu. Allerdings soll es Griller geben, die einfach die fertigen Burger kaufen und diese in so eine Auflaufform hauen. Kann man auch machen, ist sicherlich auch witzig, geht auch schnell. Wir haben uns heute überlegt, das Ganze etwas ausführlicher selber zu machen. Das bedeutet dann in dem Fall konkret, dass wir jetzt unsere gusseiserne Pfanne auf unserer Landmann Max Zone aufheizen und 1,5 Kilo Rinderhackfleisch scharf darin anbraten. Zwischendurch würze ich das mit Barbecue Rub. Man sollte halt gucken, dass man das Ganze nicht tot brät an der Stelle, weil es wird ja nachher in der Auflaufform auch nochmal etwas gegart. Bei Bedarf nochmal etwas mit Barbecue Rub nachwürzen und dann war es das auch schon. Jetzt brauchen wir Burgerbrötchen. Der Big King selber hat ja so ein Sesambrötchen, also habe ich jetzt hier diese ganz, ganz einfachen, preisgünstigen Sesambrötchen gekauft und röste diese von beiden Seiten an. Das mache ich deshalb, weil ich nachher möchte, dass meine Burgerbrötchen nicht komplett durchweichen, sondern vielleicht sogar noch einigermaßen knusprig im Auflauf erhalten bleiben. Jetzt habe ich hier meine allseits beliebte Auflaufform, gebe 6 Unterteile davon rein und dann etwa 1 Kilogramm von meinem Rinderhackfleisch. Also ich habe ein bisschen zu viel gemacht, es hat noch für eine zweite Portion gereicht fast. Und nachdem ich das Hackfleisch drauf habe, gebe ich dann geriebenen Cheddar oben drüber und verteile dann da immer, wo ungefähr die Burger-Unterteile sind, eingelegte Burgergurken und Gemüsezwiebel. Die habe ich halbiert und in Ringe geschnitten, damit wollte ich euch nicht länger langweilen. Jetzt im letzten Schritt nehmen wir die Oberteile und bepinseln die mit unserer Burgersoße. Okay, ich denke, ihr habt verstanden, wie das funktioniert. Und dann legen wir diese hier auf unseren Auflauf. Zack. Noch ein bisschen Käse on top. Und dann ab auf den Grill. Der Grill ist vorgeheizt, linker und rechter Brenner sind an, voll Power, 160 Grad Deckelthermometer und nach ca. 20 bis 25 Minuten sieht unser Big King Cheeseburger Auflauf dann so aus. Herrlich. Also ich persönlich finde es ganz geil geworden. Es ist sogar so, dass die Brötchen unten drunter noch recht stabil sind. Man kann das Ganze also dann am Ende so ausstechen und dann quasi wie ein Burger auch noch komplett sauber aus der Pfanne heben. Man kann ihn sogar noch mit der Hand essen. Ich persönlich finde das super, dass jetzt die Brötchen etwas krosser sind und unten diese Menge aus Hackfleisch, Käse, Soße, Zwiebeln und so etwas zusammen ist. Super lecker. Also, würde mich freuen, wenn ihr das mal nachmacht. Teilen, liken, kommentieren, immer gern gesehen. Falls ihr noch nicht Abonnent von 0815 Barbecue seid, müsst ihr das unbedingt nachholen. Besucht auch unbedingt meine Fanpages. Ich ziehe mir das jetzt hier rein. Soul Food für den Herbst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus.